Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Und weiter geht es hier immer noch beim Hof der Zusammenkunft gegen die Datenrekonstruktion der Organisation, wo jetzt eigentlich ja nur noch zwei von ihnen übrig sind, und zwar erstmal Xemnas und dann auch noch hier Vexen. Ja, und Vexen ist ja jetzt hier der nächste auf unserer Liste, bei dem ich mir jetzt sowieso erstmal eine ganz besondere Strategie ausgedacht habe. Ja, dafür habe ich mich sogar auch hier schon mal ein bisschen vorbereitet und die Einstellungen noch mal ein bisschen geändert. Und zwar habe ich jetzt Zora hier erstmal in die Schnellauswahl Feuer getan. Immerhin ist Vexen ja vom Eiselement und das sollte ihm erstmal ordentlich Schaden machen, deswegen. Ja gut, dann haben wir ja hier natürlich auch noch Donald und Goofy weiterhin. Die könnten ja vielleicht auch ein bisschen noch nützlich sein, hoffentlich. Und dann haben wir hier auch noch, ja, sonst weiter nix. Wir sind, denke ich mal, soweit gut vorbereitet und deswegen, ja, greifen wir mal hier auf Vexens Daten zu und stürzen uns ins Gemetzel. Okay, muss ich jetzt eigentlich nur noch richtig aufpassen, also ich sollte ja natürlich möglichst vermeiden, nicht hier seine, ja, seine Daten zu vervollständigen, dass er jetzt hier immer ständig so einen mega starken Anti-Zora erschafft. Okay, wichtig ist ja erst einmal, dass ich ja erstmal sein Schild breche. So, und los geht's. Jetzt wird gefeuert. Du bist gefeuert. Ah, okay, das war schlecht. Das war wirklich schlecht eben gerade. Okay. Verdammt. Habe ich eigentlich jetzt gar nicht daran gedacht, dass er jetzt so einen mega Spezialangriff jetzt hier noch mit reinsetzen könnte. Okay, das war jetzt übel. Aber der dauert aber auch ganz schön lange, oder? Okay, und dann hat er mich auch noch hier in Eis eingehüllt. Das war einfach nur gemein. Okay, probieren wir es eben halt nochmal. Aber das mit der Feuerstrategie war schon mal ziemlich gut. Ich habe dem da ordentlich was abgezogen. Blöd ist ja hier jedes Mal nur, dass er sein ollen Schild jedes Mal regenerieren muss. Und den kann ich ja leider nicht abfackeln. Ah, schade eigentlich. Na gut, und noch einmal. Diesmal sollte ich ein bisschen besser aufpassen, dass ich jetzt hier nicht ständig immer... Am besten, ich gehe ja gleich lieber sofort mit der Überform hier zugange. Ja, danke auch. Komm schon, lass die blöde Sequenz sein. Boah, das gibt's doch nicht. Was ist denn das bloß für eine verdammte Attacke, ey? Hört die eigentlich auch irgendwann mal auf? Okay, das hat jetzt irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Am besten ich hebe mir die Überform lieber sicherheitshalber mal für den Schluss auf. Und gehe mal gleich am Anfang mal mit Stitch zugange. Wäre, glaube ich, die bessere Strategie. Und, habe ich jetzt eben gerade den Spielstand neu geladen oder was? Sieht wohl ganz so aus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Mann, ich bin schon wieder langsam so zerstreut, ich weiß jetzt überhaupt gar nicht mehr, was ich hier eigentlich mache.
Na gut, muss ich jetzt aber hier trotzdem nochmal die Einstellungen ändern, weil das habe ich ja erstmal gemacht, nachdem ich ja den Spielstand wieder geladen habe. Oh, gut. Und weiter. Boah, da muss ich jetzt aber echt mal wirklich genauer aufpassen. Echt mal, was ist denn das bloß für eine Attacke, die er da macht? Mit seinen komischen Eisblöcken, die er da um sich kreisen lässt, das ist ja... Boah, das ist ja voll gemein. Ich meine, dem Zeigs ist das wahrscheinlich einer der längsten Spezialangriffe, die jetzt irgendwie hier die Mitglieder hier durchbringen, also... Das geht ja gar nicht. Und hier dauern vielleicht höchstens nur so ein paar Sekunden oder so, also höchstens 10 Sekunden oder so, aber das hier... Das hattet ihr ja schon fast auf eine Minute aus. Okay, auch wenn ich jetzt dadurch riskiere, dass ich ja jetzt hier den Antizora herbeirufe. Das ist es mir wert! Und das war's. Boah, das ging ja diesmal schnell. Wow. Alter Schwede. Mann, wenn ich ihm ja gar nicht mal die Chance auf seinen Spezialangriff lasse, dann ist das ja richtig flott hier. Okay, das hat ja schon mal ganz gut hingehauen. Damit ist Wechsel also auch endlich vom Tisch. Und jetzt bleibt nur noch ein einziger übrig. Oh Mann. Ihr glaubt jetzt gar nicht, wie glücklich ich jetzt gerade bin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, aber Überform und Feuermagie, das ist natürlich eine ziemlich geniale Kombi. Ich hätte wahrscheinlich sogar noch mehr Schaden rausholen können, wenn ich jetzt als Zweitwaffe jetzt 4 Flammenfesseln oder so ausgerüstet hätte. Tja, damit ist das also jetzt erledigt und jetzt bleibt nur noch ein einziger übrig. Und ja, leider weiß ich ja schon, dass dieser Kampf leider ein Zwei-Phasen-Kampf sein wird. Und zwar erstmal gegen Xemnas in seiner normalen Form, als wir mit Zora alleine gegen ihn beim Wolkenkratzer gekämpft haben. Und dann eben halt seine finale Form... Wo wir eben halt... Na, ihr werdet es sehen. Warte mal, bevor ich jetzt hier loslege. Abilities. Ne, Einstellungen muss ich mal hier kurz gucken. Ich denke mal, da kann ich ja jetzt eigentlich wieder Vigra ins Deck nehmen. Und dann packe ich jetzt eben halt hier auf die Kreistaste erstmal High Potions. Und... Blitzgammagie wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Also zumindest kann ich damit auch aus der Entfernung treffen. Okay, dann legen wir mal los. Xemnas, mach dich bereit. Okay, hoffentlich klappt das jetzt soweit auch. Also zum Not habe ich ja immer noch die Limitform. Habe ich da eigentlich überhaupt noch die Autoform jetzt eigentlich überhaupt mit drin? Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Muss ich gleich mal gucken. Zumindest mit der Limitform könnte ich jedenfalls zumindest auch noch eine Menge herausholen. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen doof. Ich hätte jetzt eigentlich ja jetzt hier für den ersten Kampf zumindest jetzt erstmal Seelenwächter ausrüsten können, damit ich den Situationsschaden verstärken kann. Ah, Mann. Dass ich aber auch immer eigentlich an sowas erst zum Schluss denken muss. Oh, aua! Boah, na toll. Der fängt ja schon mal richtig gut an. Oh, oh, verdammt. Das fängt ja super an. Ich hätte jetzt mal lieber daran denken sollen, dass ich vielleicht mal...
dass ich vielleicht mal lieber vorher die Schnellauswahl mal besser konfigurieren lassen sollte. Oh, komm schon. Ah, Mann, Mann, nein, 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 nein. Och, jetzt komm schon, das ist doch fies. Das war schlecht. Das war einfach nur schlecht von mir. Gut, dann kann ich wenigstens noch mal ein bisschen was an den Einstellungen ändern. Oh, Mann. Ja, zumindest muss ich jetzt erstmal die High Potion auf eine andere Taste legen. Damit ich erstmal eigentlich ja in die Schnellauswahl Limit-Klatsche setzen kann, weil jetzt habe ich ja nämlich halt die High Potion gehabt. Ach, herrje. Am besten, ich versuche das mal hier mit richtig schnellen Attacken. Okay, ja, toll. Das ist jetzt alles wieder so eingestellt, wie ich es nicht haben will. So, und ja, zur Not ein bisschen Vikra kann ja auch nicht schaden. Das sollte jetzt erstmal so genügen. Zumindest sollte es jetzt mir so dann leichter fallen, jetzt erstmal diverse Limitform-Attacken jetzt hier wieder zu benutzen. Ah, Mann. Dass ich aber auch immer jedes Mal so einen Blödsinn machen muss. Okay, gut. Dann erstmal nochmal wieder hier hin und zurück gehen. Und bloß aufpassen, also wenn ich jetzt hier wieder verliere, dass ich jetzt nicht versehentlich wieder auf Spielstand laden gehe, so wie vorhin beim Kampf gegen Wechsen. Denn sonst darf ich nämlich ja Wechsen auch wieder machen. Das wäre jetzt auch nicht so schön. Okay, und los geht's. Ja, Mann, Xemnas. Dass der vielleicht noch Ärger bringen könnte, das habe ich mir schon so gedacht. Das habe ich jetzt auch nicht geahnt, dass er jetzt hier gleich mit so einem Laserschwertangriff macht. Dachte jetzt eigentlich, er würde jetzt wieder versuchen, jetzt diesen komischen Wolkenkratzer-Angriff zu machen. Habe ich jetzt nicht so damit gerechnet. Also das war natürlich etwas, naja, schwer einzuschätzen. Ja, toll. Naja, gut, so funktioniert es wenigstens auch einigermaßen halbwegs. Wenn er mir mal sogar zwischendurch ein bisschen Schaden macht, ist das ja eigentlich auch gar nicht schlecht. Okay, das war jetzt natürlich nicht so gut. Hätte vielleicht doch mal vorher lieber ein bisschen was einstecken sollen. Das ist schlecht, das ist schlecht. Ja gut, das funktioniert ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Okay, das ist super. Das mache ich gleich mal mit. Dann werden wir mal loslegen hier für ein kleines Duell. Okay, da muss ich aber jetzt aufpassen. Ich denke mal, da kommen jetzt die Situationskommando bestimmt auch schneller als im normalen Kampf. So, mache ich lieber mal gleich eigentlich mal die schnelle Variante. So, komm her. Komm ruhig näher. Ich kann eigentlich gleich sofort loslegen. Limitklatsche! Und das war's. Damit haben wir zumindest schon mal die erste Runde überstanden. Aber, na gut, das muss jetzt nichts heißen. Wir haben schließlich noch eine vor uns. Und, ja. Weiß jetzt nicht, wie das so ist, wenn ich jetzt die zweite Runde verliere. Muss ich dann eigentlich alles von vorne machen oder reicht es, wenn ich nur den zweiten Kampf wiederhole? Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Naja, auf jeden Fall für den zweiten Kampf steht uns Rico hier zur Seite. Okay, und da könnte ich eigentlich auch wieder mal ein bisschen an den Einstellungen was machen. Also,
Warte mal. Ich wollte schon sagen, also ich dachte jetzt, ich einen Moment lang, ich könnte Rikus Attacken hier nicht mehr benutzen, also dass ich jetzt hier nichts von ihm habe. Ja, okay, da werde ich mich eigentlich sogar mal ein bisschen genauer jetzt hier mal vorbereiten. Also Riku, könnte ich ja jetzt hier zum Beispiel ein paar Gegenstände anlegen, also zumindest etwas, was seine Angriffskraft eigentlich ja erstmal ordentlich steigert. Ja, wie zum Beispiel Soldatenohrring oder, warte mal, ich hatte doch noch, glaube ich, irgendwo, wo war das jetzt? Platinring? Nein, Soldatenohrring? Ach nee, wahrscheinlich trägt das Donald jetzt gerade. Also ich wollte ihm, Donald oder Goofy muss das jetzt tragen. Ich wollte ihm jetzt eigentlich eine, ja, eine Vollblüte jetzt hier eigentlich ausrüsten, aber die haben wohl jetzt anscheinend Donald und Goofy jetzt dabei. Na gut, dann werde ich erstmal Riku hier mit allem an starker Verteidigung erstmal hier so ausrüsten, was ich jetzt so habe. Erstmal so gucken, was ich ihnen eigentlich so am besten geben kann. Ja, erstmal hier Chaoskettchen. Und dann vielleicht noch so ein bisschen jetzt extra Verstärkung gegen den Gaia-Gurt vielleicht noch dazu. Okay, das Camus ja, glaube ich, ein bisschen öfter Dunkelkraft benutzt. Sollte das vielleicht helfen. Und dann rüste ich Riku noch hier noch zusätzlich mit ein paar Items aus. Man kann ja nie wissen. Kann er sogar auch hier auf automatischen Nachfüllen machen, also dann hat sogar eigentlich auch der echte Riku vielleicht eigentlich ja alles dabei, was ich brauche. Bin ich jetzt nicht sicher, ist das jetzt überhaupt der echte Riku oder jetzt nur eine Datenrekonstruktion, die mir hier zur Seite stehen soll? Wer weiß. Ja gut, auf jeden Fall legen wir mal los. Wir haben noch circa 3 Minuten Zeit, um den Kampf hier zu gewinnen. Das werde ich zwar nicht in dieser Zeit schaffen, also mache ich eben halt eine Überlänge. Oder eben halt so lange, bis ich den Löffel abgib. Genau. Das ist eigentlich ein Plan. Eigentlich eine gute Taktik wäre es ja eigentlich ja die ganze Zeit hier mit Limit-Attacken jetzt hier rein zu spammen. Das würde wahrscheinlich auch noch ordentlich was helfen. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut Magie jetzt bei ihm wirkt. Machen wir das erstmal so. Da fällt mir aber eigentlich ja noch spontan. Au, au, au. Ich meine, es ist ja gut, dass ich... Danke für die Unterstützung. Ups. Aua, das tat weh. Hier.
Okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Okay, das geht jetzt los. Wir haben jetzt eigentlich die letzte Phase, wie es aussieht. Dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch die Attacke abzuwehren. Und zwar möglichst schnell, weil Rico darf ich ja schließlich auch nicht drauf gehen lassen. Denn sonst ist der Kampf ja auch verloren. Das ist ja schließlich genauso wie der richtige Endkampf gegen Xemnas. Und der ist ja eigentlich gilt ja als verloren, sobald Sora oder Rico eben halt die HP auf Null fallen. So, okay, haben wir es überstanden? Würde ich mal sagen, ja. Okay, jetzt brauchen wir jetzt nur noch diese letzte Szene da durchzustehen. Das ist ja im Prinzip genauso wie der richtige finale Bosskampf. Also der selbe Ablauf. Ich brauche ja jetzt eigentlich Xemnas dann nur noch seinen letzten Finisher zu verpassen und schon ist er down. Und zack! Und Feuer! Okay, das Licht des Schlüsselschwertes sollte ihn jetzt erstmal festhalten, außer jetzt natürlich einfach tatsächlich hier auf, aber nein, natürlich nicht. Super, hat ja richtig gut geklappt. Und ich bin ja wirklich der Meinung, es war wirklich eine gute Entscheidung, dass ich jetzt Rico hier noch zusätzlich mit Items hier noch versorgt habe. Das hat es mir erstmal um einiges erleichtert. Und wir erhalten für den Sieg Kraftbolzen. Und da wir ja jetzt alle Kämpfe gewonnen haben, sollte ja jetzt natürlich unsere letzte Belohnung jetzt hier kommen. Dafür. Und das sehen wir uns ja jetzt natürlich hier noch in aller Ruhe an. Ich habe ja gesagt, also ich hatte ja schon gedacht, es würde Überlänge geben und ist ja okay soweit. Also, was haben wir denn hier? Da unten ist erstmal unsere Kiste, die wir dafür als Belohnung erhalten. Die letzte Kiste, die jetzt auf unsere Schatzliste vervollständigen wird. Zeugnis der Nicht-Existenz. Der Beweis für Soras Sieg im Hof der Zusammenkunft über alle Datenrekonstruktion der Organisation 13. Sora scheint anders als zuvor. Ja, vor allem haben wir jetzt eine schicke Silberkrone auf dem Kopf. Ja, wir haben es also endlich geschafft. Wir bekommen jetzt erstmal das hier. Erstmal lege ich noch den Kopfbolzen hier an, damit wir das auch erstmal haben. Und das Zeugnis der Nicht-Existenz. Jetzt fehlt jetzt eigentlich nur noch ein einziges Zeugnis und das bekommen wir eben halt, wenn wir den optionalen Secret Boss in Schloss Disney besiegen werden. Ja, und wenn das geschafft ist, wird auch sogar das Tagebuch vollständig sein, weil es muss jetzt nämlich nur noch ein einziger Charakter freigeschaltet werden und eine einzige Aufgabe erfüllt werden und dann, ja, beides gehört ja nämlich eigentlich ja sogar in eine Sache hinein. Und dann, wenn wir das ja geschafft haben, ist das Tagebuch vollständig und wir können uns endlich dem finalen Boss widmen. Ja, okay, gut. Ich werde jetzt mir noch erstmal schnell noch hier die Zeit nehmen, jetzt hier noch zu Schloss Disney zu reisen. Also ich will das jetzt unbedingt ja natürlich so machen, dass ich jetzt hier gleich direkt im nächsten Part in Schloss Disney damit anfangen kann. Und deswegen werden wir auch gleich sofort dorthin reisen. Boah, Mann. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich es tatsächlich schon geschafft habe, jetzt hier die 13 Datenkämpfe zu gewinnen. Na gut, es war nicht einfach, aber wenn man tatsächlich weiß, wie es geht, ist es tatsächlich, geht es eigentlich ja. Es ist machbar. Auch wenn man eigentlich niedrige Statuswerte hat. Also ich meine, Soras Statuswerte sind jetzt eigentlich in allen drei Kategorien Angriff, Magie und Verteidigung sogar noch unter 80, soweit ich jetzt das noch sehe. Ich könnte jetzt nochmal gucken. Hier geht das leider nicht. Ich muss erstmal in Schloss Disney landen. Okay, hier muss ich hin. Halle des Ecksteins. Und da werde ich jetzt auch gleich den Part beenden. Vorher, wie gesagt, werfe ich nochmal kurz einen Blick auf Soras Statuswerte. Ja,
Ich bin jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich musste sogar eigentlich insgesamt zweimal jetzt gegen den kämpfen, weil ich ja noch eigentlich sogar noch einen Extra-Eintrag noch machen muss. Bin ich jetzt allerdings nicht so ganz sicher, weil... steht ja eigentlich auch nichts hier dazu. Und eigentlich, ja, müsste ja eigentlich auf Gemini sogar noch ein Extra-Eintrag rauskommen. Naja, egal. Ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig. Also, wie gesagt, im nächsten Part, also kann man erstmal hier noch sehen, bei Soras Werten Angriffs- und Magiekraft sind jetzt beide bei 72. Abwehr bei 78. So, sollte ich auch mal sagen, würde so genügen. Gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, ich beende an dieser Stelle mal den Part. Im nächsten dann werden wir uns ja durch dieses Portal wagen und den letzten optionalen Boss dieses Spiels hier herausfordern und besiegen. Und dann, ja, wird auch das Tagebuch endlich vervollständigt sein und wir können dieses Spiel auch beenden. Irgendwie ein bisschen traurig, schade eigentlich, dass ich ja jetzt dieses Let's Play dann bald eigentlich ja sich dem Ende neigt. Höchstens jetzt wahrscheinlich nur noch zwei Parts, würde ich mal sagen. Also ein Part jetzt hier für den optionalen Boss eben halt noch. Und dann den letzten eben halt komplett für den gesamten finalen Kampf. Oh, wie gesagt, das ist ein bisschen traurig, aber dennoch. Freunde, vielen Dank hier fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Bis dann und tschüss!